war beim Zu-Bett-Gehen und da hörte ich plötzlich Alarm, entweder Polizei oder... Und beim Rausschauen habe ich sofort festgestellt, da brennt's. Also da kommt Rauch aus dem Haus und die Feuerwehr war schon da. Aus allen Fenstern im ersten Stock und im Parterre, da kam der Rauch raus. Und also die Feuerwehr war aber schon da. Die hat schon die Schläuche angeschlossen. Also ich habe es erst wahrgenommen, wo es schon die Feuerwehr da war. Wir befinden uns hier in Esslingen-Mitte in der Mühlberger Straße. Wir wurden alarmiert zu einem Brand 4. Ja, beim Eintreffen des Rettungsdienstes stand das Gebäude unter Vollbrand. Es waren mehrere Personen, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude aufgehalten hatten, wurden von der Feuerwehr gerettet. Der Rettungsdienst hat die Personen erst versorgt und dann entsprechend in die Kliniken verteilt. Insgesamt waren es 4 Personen, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. 3 davon mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Es handelte sich überwiegend um Rauchgasintoxikation. Ja, das Tragische an dem Einsatz war, dass 2 Hunde leider zu spät in der Wohnung gefunden wurden und die konnten von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Ja, wir haben Betreuungskräfte zur Notfallnachsorge dort, die sich um die Angehörigen kümmern.